Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Graveyard Keeper. Im letzten Part haben wir am Ende den Sumpf erreicht. So, mal schauen, wie kommen wir hier jetzt am besten wieder raus? Irgendwie habe ich mich ein bisschen verlaufen und hier steht noch eine Hütte. Beziehungsweise nicht wirklich verlaufen, sondern wir sind einfach den Weg weitergegangen. Obwohl ich ja eigentlich Frau Anmut treffen wollte. Ja, wir sind scheinbar in der Mitte. Bau die Brücke. Okay, hier können wir scheinbar nochmal eine Brücke bauen. Wahrscheinlich, damit wir hier schnell in die Mitte kommen. Und hier ist irgendein Typ. Klofo. Hinfort mit dir, böser Geist. Ich bin kein Geist. Ich bin der Friedhofswärter. Bist du dir da sicher, dass du echt bist? Nicht 100%, aber ziemlich sicher. Ich glaube, du könntest Klofo, die Sumpfhexe, okay, ist scheinbar eine Sie, sein. Oh, das würde meine Theorien erklären, zumindest teilweise. Komm näher, Süßer. Sehe ich eher aus wie eine Hexe oder ein Märchenprinzessin? Eine Hexe oder eine Märchen? Ich weiß ja nicht, ob man sich mit Hexen anlegen soll oder nicht. Naja, versuchen wir es einfach mal mit Hexe. Da hast du wohl recht. Ich bin zu schlau, um eine Prinzessin zu sein. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche auch deine Hilfe. So ein Pech für dich. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin nur mit dieser Notiz in meiner Hand aufgewacht. Falls du dein Gedächtnis verlierst, koche den Weihrauch und die Biene im Kessel. Trinke das. Die Zutaten sollten schon im Kessel sein. Viel Glück wünscht dir du aus der Vergangenheit. Und hast du das versucht? Siehst du hier vielleicht irgendwo Kesseln rumliegen? Nein. Ich auch nicht. Wir haben also zwei Optionen. Entweder machst du mir diesen Trank, sollte nicht zu schwierig sein, oder du bringst mir einen neuen Kessel und besorgst mir die Zutaten. Wie finde ich denn einen Kessel? Oh, ich brauche einen großen Kessel. Ein guter Schmied weiß bestimmt, wie man einen fertigt. Wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Einfache Alchemie. Du hast neue Technologie freigeschaltet. Blaupause Alchemietisch, Stufe 1. Blaupause Handmischer. Blaupause Alchemiemühle. Das heißt, wir haben die Alchemie freigeschaltet. Na endlich. Die habe ich doch schon ewig gewartet. Okay, und das ist doch der Wissenschaftler. Du hast bei den Experimenten viele Dämpfe eingeatmet. Du hast eine innere Stimme entwickelt, die dir beim Messen von Zutaten hilft. Du produzierst eine Reagenz zusätzlich aus Materialien. Okay, doch nicht ganz der Perk, den ich gemeint habe. Oder ich verwechsel es gerade. Wie gesagt, eigentlich sollte es noch einen Perk geben, wo man sieht, was rauskommt, wenn man Hirn, Herz und Innereien entfernt. So, oder beziehungsweise überhaupt, dass man das sieht, was rauskommt. Balsamierungsflüssigkeit, Alchemielager. Das kann ich sicher alles in der Kirche herstellen. Im Keller. Okay.
Okay, dann haben wir auf jeden Fall eine neue Forschung. Und sie hat sogar noch was zu sagen. Mein Vogelfreund hat mir erzählt, dass du einen Garten hast. Stimmt das? Ja, ich pflanze Getreide an. Bist du interessiert daran, einer alten Frau zu helfen? Ich mache hier ja nichts anderes als zu helfen. Was brauchst du? Kürbis? Ein silberner Kürbis? Dann bringe ich dir bei, wie man Kürbissuppe macht. Okay, ein Kürbis auf silberner Qualität. So viel ich es gerade verstanden habe. Und wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Ah, verdammt. Ja, vielleicht treffen wir doch Frau Anmut nicht in der Folge. Selbst wenn wir jetzt schon den Glauben in der Kirche hätten für sie. Obwohl, ich glaube, die will sogar noch mehr glauben. Naja. So. Ja, der Weg hier ist auch elends lange. Man sieht aber zum Glück die ganzen Fußspuren noch, wo wir hergekommen sind. Also man kann sich eigentlich nicht verlaufen. Man muss nur den Fußspuren zurückfolgen. So. Hier weiter, dann hier weiter. Und dann sind wir auch schon draußen. Okay, ist doch kein so langer Weg, wie anfangs erwartet. Wenn wir jetzt ganz schnell in die Stadt laufen, können wir sogar Frau Anmut noch treffen. Das heißt, wir gehen schnell über die Kirche in den Untergrund, holen den Glauben ab und laufen über den geheimen Gang zur Stadt. So, und dann hier nach oben und auf zum toten Pferd. Du schon wieder? Sei selbstsicher. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen. Ich bin kein Kerl, ich bin ein angesehener Friedhofswärter. Aber ich bin auch ein großer Fan von dir, also nenn mich einfach Wärter. Vielleicht bist du doch nicht so übel. Dieser Kontrast zwischen deinem nutzigen Gewerbe und deinen Manieren. Schön, dich zu treffen, Wärter. Du solltest nicht nur mein Talent, sondern auch meine Schönheit komplimentieren. Ich mag Schmeicheleien. Ich habe ein paar Fragen. Frage nach Schlange. Okay, Frage nach Passierschlange. Das brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr. Da sind wir doch schon viel zu weit vorn. Naja, fragen wir mal nach Schlange. Ich habe Schlange im Kirchenkeller getroffen, aber er ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht kannst du mir helfen, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit diesem hinterhältigen Bastard normale Geschäfte abwickelt. Ach übrigens, wenn du ihn siehst, schmeiß ihm diese falsche Münze in seine Visage und dann komm zurück und erzähl mir, wie er reagiert hat. Okay, wir sollen ihm falsche Münzen ins Gesicht werfen. Frei nach einem Passierschein. Kannst du mir dabei helfen, einen Passierschein zu bekommen? Sonst noch Wünsche? Soll ich vielleicht auch noch die Nacht mit dir verbringen? Bevor du solche Fragen stellst, solltest wir uns schon besser kennenlernen. Ich weiß nicht. Reden wir immer noch von dem Passierschein oder über beides? Haha, wie blöd.
In Ordnung, weil du so witzig bist. Ein Freund hat mir erzählt, dass man im Tausch gegen ein paar Gefälligkeiten und einen ordentlichen Haufen Geld einen Passierschein vom Schlange bekommen kann. Oder was war es doch der Bischof? Ich hab wohl vergessen. Nein, das war ganz bestimmt Schlange. Okay. Naja, haben wir sie auch nochmal getroffen. Okay. Die falschen Münzen haben wir jetzt nicht im Inventar. Zum Glück. Können wir auch nicht verkaufen. Zum Glück haben wir die nicht im Inventar. Das wäre nur ein bisschen Platzverschwendung. Naja. Stimmt, unser zufälliger Textgenerator sollte fertig sein mit seinem ersten Buch. So, mal schauen. Ja, er ist fertig. Fertig. Okay, wo ist das Buch von dem jetzt? Sag bloß nicht, dass das gefressen. Das wäre jetzt... Nee, hat es nicht gefressen. Wo hat der das Buch denn getan? Hat er das vielleicht in die Kiste hier gelegt? Schriftrollenregal. Ah, okay. Und es ist ein Buch für rote Technologie. Naja, haben wir gerade nicht so viel. Können wir schon benutzen. Alchemielager können wir freischalten. Steine, Grabsteine. Das brauchen wir gerade auch nicht. Stimmt. Das Alchemiezeug sollte. Ja, das sollte auch hier gelingen. Polierter Stein. Steinschneider und Steinschneider 2. Gepolierter Stein, kegelförmige Gefäße. Na toll. Schriftrollenregal. So. Arbeitstisch. Handmischer haben wir jetzt auch hier. Naja. So, bei dem Händler, bringe dem Händler Schluck auf Gras, bringe dem Händler eine Handelslizenz, um ein Geschäft zu eröffnen. Genau, die zwei Sachen brauche ich für den Händler noch. Schluck auf Gras haben wir jetzt gerade gesammelt, wie man sieht. Handelslizenz haben wir nicht genügend Geld. So, mal kurz so rum. Na doch, wir haben die falschen Münzen im Inventar. Ich sag das Zeug, das eigentlich eher wichtig ist, beziehungsweise jetzt gerade nicht verwendet wird, kann ich ja mal hier reinmachen. Die Chaoslösung hätte ich unten lassen können. Wir haben noch. Moment. So, der Trank kann noch hier rein. Dann kann hier noch der Eisenschrott rein. Und natürlich die Eisenbahn. Dann gehen wir mal. Moment. Ja, wir haben die Kabinen jetzt nicht als unsere Freunde. Verdammt. Wir brauchen viel mehr Nägel und mehr Holz. So, machen wir mal ein paar Nägel. Mach ich noch
Mache ich zwei hiervon und zwei von den komplexen. Verdammt, schon wieder keine Energie mehr. Genau, Schlange sollte am nächsten Tag kommen. Schluck auf Gras können wir jetzt gleich abgeben, wenn wir aufwachen. Das habe ich jetzt in die Kiste getan, oder? Ne, habe ich noch im Inventar. So. Dann geben wir ihm mal das Schluck auf Gras. Damit er seinen Schluck auf los wird. Und am nächsten Tag bewerfen wir Schlange mit Geld. Mit Falschgeld. Schluck auf Gras. Oh, danke. Das probiere ich gleich mal. Schmeckt irgendwie komisch. Jetzt schmecke ich gar nichts mehr. Warte kurz, ich beiß mal schnell vom würzigen Keks, den ich dabei habe, ab. Nanu, vollkommen geschmackslos, ich spüre überhaupt nichts. Was hast du mit mir gemacht? Was hast du mir da angetan? Nur wonach du gefragt hast, Schluck auf Gras. Oh mein Gott, es ist passiert. Das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorhergesagt, dass ich das verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Wer hat dir das gesagt? Eine alte Wahrsagerin. Ich bin mit meiner Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Wir machen an einer Oase Halt und da war diese alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr. Und jetzt auch das noch. Tut mir echt leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Nein. Der Inquisitor hat sie bestimmt alle erwischt. Wenn die alte Klofo noch am Leben wäre, sie wäre schon ziemlich alt. Als ich jung war, wenn sie noch am Leben ist, muss sie eine echte Hexe sein. Ja, sie war schon ziemlich alt, als ich jung war, so rum. Du solltest sie in der Mitte des westlichen Sumpfs aufsuchen. Sag ihr, dass der Händler und Priester, der ihr immer die Liebestränke abgekauft hat, ihre Hilfe brauchen. Daran erkennt sie sich, daran erinnert sie sich bestimmt. Du warst mal Priester? Nein, mein Bruder war der Priester. Darüber will ich gerade nicht reden. Ich ziel auf dich, mein Freund. Heile meinen Fluch. Ich schau mal, was ich tun kann. Okay, dieser Händler braucht eine Heilung für seinen Fluch. Und die Handelslizenz brauchen wir auch noch. Naja. Kann man wohl nichts ändern vorerst, da Klofu ja ihre Erinnerung verloren hat. Na toll. So, mal ganz schnell. Was wollte ich nochmal nachschauen? Ich hab's vergessen. Genau, stimmt ja. Ich wollte die Geschichte noch abgeben. Das Kraut mal weglegen. Außerdem wollte ich ja noch die Brücke da wieder reparieren bei Klofo, damit man nicht mehr durch den ganzen Sumpf muss.
So ist es wirklich ein bisschen nervig, einmal rundherum zu laufen, bis man bei Klofe ankommt. Ich glaube, 4 Holzplanken, falls mich nicht alles täuscht. Naja, sind ja schnell hergestellt. Und noch ein paar von denen. So. Also jetzt sind wir auf jeden Fall dafür gerüstet. Was auch immer wir brauchen. Ich hab's nicht vergessen. So. Ja, allerdings, bevor wir zu Klofo gehen, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht so was hat, könnt ihr euch gerne noch ein Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Graveyard Keeper wieder. Ciao.